Tja, Eos, da sind wir. Die gute alte Tempest, ja. Dann wollen wir uns mal ein bisschen auf dem Wüstenplaneten umschauen. Wie wir sehen, ist die Sonne gerade am Aufgehen, Untergehen. Tag, Nacht gibt es ja bei dem Spiel leider nicht. Wäre aber cool gewesen. Aber so viel. Was zum. Kora, hast du gerade geschossen oder war das schon wieder? Nee, könnte auch das Jetpack gewesen sein, okay. Behälter. Das sieht Erstmal nach wieder reinkommen. Verbrauchsgut aus. Und es ist neu. Höchstens ein paar Tage alt. Ist etwa noch jemand hier? Wer weiß, ob hier noch Leute sind. Ich bin gerade erst aufgestanden. Sie ist nicht funktionsfähig. Pathfinder, diese Tür ist versperrt. Ohne Energie gibt es keine Möglichkeit, sie zu öffnen oder sich Zugang zu diesen Gebäuden zu verschaffen. Sag bloß, Sam, du bist ja echt der Meilenstein hier. Was ist denn da Schönes drin? Geil. Warum können wir das nicht? Warum kann das hier nicht unser... Diese Analyse liefert uns wichtige Forschungsdaten, Pathfinder. Wenn Sie durch Scans weitere dieser Daten erfassen, können wir neue Technologien und Upgrades für beispielsweise Ihre Waffen und Panzerung entwickeln. Warum kann ich nicht das hier als Fahrzeug haben? Sieht auch mega cool aus, dieser flache, viereckige Wurm. Hallo? Pathfinder zu Hause, jemand da? Die Tür wird zwar durch ein Notstromsystem versorgt, ist aber mit einem Codeschloss versehen. Anlage 1 hat individuelle Sicherheitscodes ausgegeben. Jeder Außenposten wird autark verwaltet und stellt eigene Protokolle auf. Sag doch einfach, dass wir sie ohne die Codes nicht öffnen können. Ohne die Codes können wir sie nicht öffnen. Danke, Sam. Ist euch schon mal aufgefallen? Das fällt mir gerade auf. Ist euch schon mal aufgefallen, dass seit Star Wars, ich glaube seit Star Wars Episode 7 oder seit Rogue One, irgendwie immer irgendein Roboter-Sidekick jetzt dabei sein muss, der immer irgendwelche kessen Sprüche drauf hat? Ist euch das schon mal aufgefallen? Und Mass Effect macht jetzt das gleiche. Ich meine, selbst Edi, die gute KI aus der ersten Trilogie, hat nicht so genervt wie das Sam. Aber mal gucken, vielleicht wird das Sam ja noch besser. Er lernt ja, hat er gesagt. Und wir müssen ihn ja auch kennenlernen. Tja. Nicht viel los in Entenhausen hier. Na gut, wir versuchen mal so viel, wie es geht, gleich mitzunehmen. Cool, was ist das denn? Infusionsstation, okay. Oh, da liegt er. Wir haben den Türcode für das Hauptgebäude in Anlage 1 erhalten, Pathfinder. Das ist hier nicht das Wichtigste, Sam. Wir wussten, dass wir einige Leute verloren haben, Ryder, aber niemand hat uns gesagt, dass sie zurückgelassen wurden. Ich frage mich, wie viele da draußen sind. Zu viele. Lexi, aktualisieren Sie die Unterlagen der Nexus über Harwell, Theo J. und schicken Sie ein Bergungsshuttle hier raus. Gute Idee. Falls er Familie hat, verdient sie es, einen Abschluss zu finden. Sie verdient mehr als das. Wir werden zu Ende bringen, was er angefangen hat. Interessant. Guck mal, was da steht bei der Analyse. Wurde nicht vom Außenposten umgebaut. Ich glaube nicht, dass wir hier rausgehen sollten. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir außerhalb dieser komischen Barriere hier gehen. Mal gucken. Okay. Ja, natürlich. Keine kritischen Strahlungswerte registriert. Check doch mal den Scanner, Sam.
Ich habe da gerade richtig eine biologische Keule auf die allerwertesten bekommen. Werden aber nicht mehr lange halten. Sehen Sie sich die Chargennummer an. Der Außenposten hat schon eine ganze Menge davon verbraucht. Wow, wofür braucht man denn so einen riesen Ring? Wofür soll denn der sein? Oder haben die auch schon angefangen, hier Kunst zu bauen? Haben sie dafür Zeit gehabt? Die Cats sind draußen. Kein Wunder, dass keiner hier ist, wenn die Cats hier draußen sind und die haben Zeit, Skulpturen zu bauen. Aber man kann hier sehr viel scannen auf der Ecke. Naja. Na. Dass man überall hängen bleibt. So ein kleiner Stein, weißt du? Muss man wieder Jetpack benutzen. Achso, jetzt sind wir wieder hier, okay. Einmal im Kreis rumgerannt. Boah. Ich sehe schon, komm, endlich auf dem Planeten und jetzt müssen wir erstmal hier dieses kleine Dorf erkunden. Wird bestimmt traumhaft. Übrigens, mir ist eingefallen, wir haben immer noch gar kein Fahrzeug, gar kein Marco. Haupttür wurde mit Energie versorgt, die Innentüren aber nicht? Für die volle Funktionsfähigkeit der Anlage wäre eine aktive Energierelaisstation erforderlich. So, was haben wir hier Schönes? Okay. Hallo? Ist da die Zukunft? Ich bin Commander Shepard. Wir machen es jetzt. Das bedeutet, dass die Antenne auch keine Energie hat. Vielleicht verraten uns die Loks, was mit dem Energierelais los ist. Oh, das ist ja immer hier genau mein Ding, ne? Fremder Planet, Außenbasis, keiner zu Hause. Und niemand weiß, wo sie sind. Das ist immer ein geiles Szenario. Warte, hier ist was? Was ist das denn? Okay. Uninteressant. Da denkst du so irgendwas vielleicht über den Planeten oder so. Und dann wieder, nein, Pathfinder, nix für sie. Ich habe ein partielles Log. Kann aber die Antenne nicht einschalten. Etwas blockiert die Energieversorgung. Die Ursache ist eine externe Sperre. Sandstürme. Die Ursprung liegt in einem nahegelegenen Energierelais-Turm. Nur dabei gedacht, uns hierher zu schicken. EOS sah vielleicht an der Milchstraße fantastisch. Jetzt quatschen alle durcheinander. War ein Fehler, die Audiodatei zu machen. Ich mach's nochmal an. Sandstürme, Strahlung. Was zum Teufel hat sich Edison nur dabei gedacht, uns hierher zu schicken? EOS sah vielleicht damals in der Milchstraße fantastisch aus. Aber aus der Nähe betrachtet, ist es die reinste Hölle. Farthingale sagt mir ständig, ich soll positiv bleiben, damit sich der Rest des Teams an mir aufrichten kann. Aber ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass ich hier draußen sterben werde. Ja, war ein Tagebucheintrag. War ja mega spannend. Anderson, okay. Mein Controller-Mikrofon hat gerade ein Klicken gegeben. Die Strahlung in der Atmosphäre von EOS erzeugt eine lebensfeindliche Umgebung. Strahlung? Unsere Anzüge schützen uns doch davor, oder? In Anlage 1 gibt es Schildmasten, die das Ausmaß der Kontamination dämpfen. Und was ist, wenn wir uns außerhalb des sicheren Bereichs von Anlage 1 aufhalten? Das wäre nicht ratsam. Achso, da kommen wir gleich rein, weil die Tür zugestellt ist. Ich will was ausprobieren. Ja. Hier gerade mal bis zur Hüfte. Gerade um bei dem Wetter die Kronjuwelen zu kühlen. Was? Warte mal, das Wasser. Was ist denn? Okay. Wieso drücken wir das Wasser so weit von uns weg? Okay.
Andere Galaxie, Andromeda-Galaxie, anderer Planet, andere Physik. Ich sag nichts. Das kann man alles noch verkraften. Als Ausrede nehmen. Mann, das ist Frostbite Engine. Okay, jetzt wird's interessant. Im Dunkeln ist gut munkeln. Oh, da haben wir wieder. Noch ein Code. So wie der, den wir schon gefunden haben. So wie? Das heißt, so ähnlich? Die letzte Ziffer ist anders, oder was? Wir haben heute den ersten Kolonisten verloren. Der Sturm kam wie aus dem Nichts. Lockley hat versucht, unsere Pflanzen abzudecken und dabei den Halt verloren. Er wurde einfach weggerissen. Seine Frau ist noch im Kälteschlaf. Vielleicht weiß ich ja, was ich ihr sagen soll, wenn sie irgendwann wecken. Wir haben heute den ersten Kolonisten verloren. Okay. Aus dem Nichts. So, was haben wir denn da? Ende des Locks. Okay. Hat versucht, unsere Pflanzen abzudecken. Tja, Gärtner. Leben am Limit. Ist doch ganz schön groß. Das Schiff, wenn man es mal so von hier betrachtet, soweit wie wir jetzt schon wegstehen, wirkt es immer noch relativ prächtig. Was zum... Okay, Sensor macht Alarm. Pathfinder, diese Tür ist versperrt. Ohne Energie gibt es keine Möglichkeit, sie zu öffnen oder sich Zugang zu diesen Gebäuden zu verschaffen. Energie, ich brauche Energie. Können wir nicht einfach ein Verlängerungskabel über die Tempest legen? Einfach mal ein bisschen Starthilfe geben? Verzeih Leute, dass ich so ungesprächig heute bin, aber es ist früh morgens. Sehr viele Huster rausschneiden, so wie es ausschaut. Und werde dagegen gleich mal was machen. Dann wird die nächste Folge auf jeden Fall weitaus besser und ein bisschen gesprächiger. Was ich schade finde ist, wenn man das Menü aufmacht bei dem Spiel, dass die Dialoge nicht weitergehen, dass die Dialoge pausiert werden. Ich meine, ob man jetzt so steht, mit Helm auf und sowieso nichts sieht... Und sowieso keine Entscheidungsfreiheiten hat mit links, rechts, oben, unten, ist es doch egal, ob die weiter quatschen oder nicht, oder? Oder sehe ich das falsch? So, das haben wir auch alles gescannt. Hier haben wir auch nichts mehr. Was zum... Ach, das ist so eine... das ist ein LKW! Der sieht ja heiß aus. Das ist ein LKW, wie cool ist das denn? Hätte nur... Okay, der hat nur einen Vorderradantrieb. Interessant. Der hat also nur zwei Reifen vorne. Interessant. Interessant. So, hier ist auch nichts mehr. Da oben ist jetzt noch das letzte Gebäude, so wie es ausschaut. Dieses Bauwerk da vorne. Was ist das, Sam? Es entspricht dem Profil einer Energierelaisstation, Pathfinder. Sehr gut. Wenn wir sie zum Laufen kriegen, sag mal jetzt nicht, ich kann jeden einzelnen von diesen... Und wir erfahren, woher dieses Signal kommt. Echt jetzt? Oh, was ist das denn? Das ist ein Aufklärungsposten, Pathfinder. Er ist unerlässlich, um Ressourcen zu bewegen und Fahrzeuge einzusetzen. Dann werden wir wohl ein paar neue Posten errichten müssen, sobald wir nicht mehr in der Nähe derart vieler Bauwerke sind. Cool, ein kleiner Außenposten. Na, da können wir ja richtig Spaß haben. Die Mineralien muss ich auch noch scannen. Boah. Naja, was tut man nicht alles, um 100% im Spiel zu haben? Hey, du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass ich jetzt einmal... Das ist doch so lächerlich. Jetzt fragt euch natürlich, Hawk, warum machst du das? Seht mal unten die Anzeige bei Forschungsdaten. Okay. Na, dann hat sich das ja erledigt. Vorhin ist sie die ganze Zeit weitergegangen, dass die Zahl immer größer geworden, weil wir hatten irgendwas mit 200, jetzt haben wir 450. Und genau dann, wenn ich euch zeigen will, warum ich das mache, geht's nicht weiter. Interessant. Das ist wirklich interessant. Einmal will ich noch,
456 haben wir. Tatsächlich. Ha, Anzeigenfehler. Weil eigentlich ist es so, bei dem Spiel, du scannst was und wenn du es gescannt hast, hast du es in der Datenbank. Aber warum jetzt die Dinger jetzt nicht abgespeichert werden, ist mir ein Rätsel. Oh, hier gibt es ja noch mehr. Lass erstmal kurz hier gucken. Was zum Geier? Oh. Liegt hier eine Turbine im Sand? Okay. Da liegt ein Schaufelrad. Okay. Bin ich ja mal gespannt, was hier noch so alles auf uns wartet. Ist ja echt gruselig. Hm, dann war das wohl kein Catschiff. Die klopfen nicht an. Hier sind Leute? Wir dachten, alle wären längst weg. Natürlich dachten sie das. Und jetzt verziehen sie sich. Finden sie ihr eigenes Bergungsgut. Hier ist besetzt. Was ist denn mit ihm los? Ich sammle kein Bergungsgut. Ich bin ein Pathfinder. Wir wollen alles wieder in Ordnung bringen. Nennen Sie mich Clancy. Pathfinder, hm? Als ob das viel ändert. Die Nexus kann EOS einfach nicht in Ruhe lassen, was? Egal, wie oft sie hier unten scheitert. Ich verfolge ein Signal, das EOS helfen wird. Ich benötige lediglich Strom für die Antenne. Ich habe die Energie nicht grundlos abgedreht. Die Cats sind heute auf Patrouille. Wenn sie das Energierelais einschalten, wissen die, dass hier unten noch ein saftiges Ziel am Leben ist. Zwei Beamte diskutieren über einen Antrag. Mann, ist das spannend. Helfen Sie mir mit dem Energierelais, dann kümmere ich mich um die Cat. Sie sind verrückt, aber vielleicht auf eine gute Art. Okay, ich aktiviere die Generatoren da draußen. Wenn Sie den Tiger reizen wollen, bitte sehr. Sag mal, selbst wenn wir Plünderer wären, dann kann er doch sagen, also mal, weiß ich nicht, mal so ein bisschen aggressiver oder so zu sein, weißt du? Oder so, verschwinde! Oder so. Und er so, nö, heute nicht, ich hab keine Lust. Und auch hier, unser Ryder, die ganze Zeit. Ach komm, mach doch auf, komm. Gib dir einen Ruck. Ich bin doch hier, ich rette den Tag, komm. Die Startsequenz ist fehlerhaft. Manuelle Eingabe erforderlich. Verdammt. Okay. Scannen Sie bitte einen der Pylonen. So kann ich einen Zugangspunkt identifizieren, den wir hacken können. Da oben? Okay. Weißt du, das ist das Problem bei dem Spiel, dass diese ganzen Dialoge, egal ob es jetzt die deutsche oder englische Variante ist, heutzutage nur noch abgelesen werden, ohne die Szene zu sehen. Und das ist auch das, warum manche Spiele und auch Filme, Serien so katastrophal falsch synchronisiert sind oder so emotionslos übersetzt wurden. Weil heutzutage gar nicht mehr zwei Mann nebeneinander stehen, wo man den Gegenüber fühlt, sieht in seinen Reaktionen, sondern einfach nur noch... Schwänzt er etwa die Arbeit? Ja. Vielleicht betätigt er sich ja ein Text wird vorgegeben und dann sagte der Regisseur der Synchronisationsteams, da diskutieren zwei Leute. Sei erregt. Und dann musst du das machen. Das ist so dumm. Die guten alten Zeiten. Zwei Leute in einem abgedunkelten Raum mit zwei Mikrofons und dann diskutieren die und spielen sich und bauschen sich gegenseitig auf. So ist richtige Synchron-Action. Da sind früher die geilsten Sachen bei entstanden. Beste Beispiel sind ja nur die guten Buddy-Filme, ne? Mit Bud Spencer und Terence Hill. Die haben sie immer zu zweit aufgenommen. Immer nebeneinander. Wir haben Gesellschaft? Oh. Oh! Oh nein, unsere Knochenkotzer. Wieso habe ich eigentlich eine Dreierbürste? Die war doch immer Einzelschuss. Sonst haben wir es mitgemacht. Yeah! Oh, und nicht hier. Verdammt, ich bin auf einer niedrigen Position. Na dann komm her. Und weg mit dir. Das war ich aber jetzt nicht. Ich will außerdem voll gegen
Zack. War gegen eine Granate geschmissen, Jungs. Ja, er hat seine Freunde wieder haben. Frohes Neues. Oh, 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 oh. Oh, dieses Deckungssystem ist, finde ich, immer noch furchtbar. Ja, zack. Was? Hat er sich gerade geheilt? Ah ne, da ist ein zweiter aufgetaucht, alles klar. Ja, fuck! Ach, ich liebe es. Sorry, aber... Macht echt Spaß mit diesen Fähigkeiten. Sie haben nicht übertrieben, was die Cat betrifft. Die Energie-Relais-Station ist... Weil ich bin es eigentlich so gewohnt, immer den Soldaten oder so zu spielen oder meistens nur die Schusswaffen bei Mass Effect, weil ich, wie bei... Eigentlich bin ich immer der Krieger im Spiel und der Soldat ist nun mal der Krieger. Bei Mass Effect. Aber so ein bisschen Biotik macht doch Spaß. Gerade mit diesen Ranziehen und wieder gegen andere gegenschmeißen. Aber ich glaube, nur das macht mir Spaß. Pathfinder. Ich glaube, die anderen Fähigkeiten... Ohne Energie gibt es keine Möglichkeit, sie zu öffnen. Oh, Sam, das weiß ich doch. Ich habe doch nur mal kurz die Tür gescannt. Ist doch alles in Ordnung. Bleib doch locker. Ganz ruhig, Sam. Ich meine, wenn ich ein Spiel synchronisieren würde, ich würde immer die Leute gegenüber haben, weil ich doch denn die nonverbale Diskussion habe. Vor allem würde ich die Szene im Hintergrund laufen lassen, wie bei richtig guten AAA-Filmen. Sie haben alle Cat erledigt? Klar, benutzen Sie das Energierelais. Ach was, nehmen Sie sich, was immer Sie wollen. Trotzdem ein kleiner Rat. Wenn Ihr Signal außerhalb des sicheren Bereichs liegt, benötigen Sie eine Fahrgelegenheit. Eine Fahrgelegenheit? Shuttles machen bei diesem Wind keinen Spaß. Sie brauchen Räder. Ich glaube, da steht noch eine Kleinigkeit im Lager. Ach was. Ich krieche einen Marco. Das ist ja cool. Ich sehe mich nochmal auf dem Außenposten um. Es nur zu finden, wird nicht reichen. Hoffentlich sind Sie klüger als wir. Wir gehen zu unserem Shuttle. Wenn Sie so weitermachen, finden wir bei unserem nächsten Besuch vielleicht nicht nur Bergungsgut. Passen Sie auf sich auf. Ab jetzt übernehmen wir. Die verrückte Blaue wird ihre Teile wohl bei jemand anderem kaufen müssen. Was, die verrückte Blaue? Wer ist denn die verrückte Blaue? Okay. Energie wiederhergestellt. Wir sollten jetzt auf alles in Anlage 1 Zugriff haben, oder Sam? Korrekt. Ich habe außerdem die Quelle des Signals geortet, das wir im Orbit entdeckt haben. Es kommt von einem großen Alien-Bauwerk außerhalb von Anlage 1. Es ist dem sehr ähnlich, welches Ihr Vater benutzt hat, um die Atmosphäre auf dem vorherigen Planeten zu verändern. Das sollten Sie sich vielleicht einmal ansehen. Das könnte eine heiße Spur sein. Das sollten wir uns unbedingt ansehen. Hört, hört! Noch eine Warnung. Die Strahlungsbelastung außerhalb der Umgebung von Anlage 1 liegt im kritischen Bereich. Ohne zusätzlichen Schutz können Sie nicht weitergehen. Noch ein Grund, um herauszufinden, ob dieses Alien-Bauwerk diesen Planeten verändern kann. Los, wir sollten dieses Fahrzeug finden, das Clancy erwähnt hat. Jetzt, da die... Bestimmt so ein Kinderfahrrad mit Stützrädern. Ist, können wir die Gebäude in der Nähe untersuchen. Ah, okay. Ja, dann lass uns das mal schnell machen. Lass mich durch. AI. Ich wollte gerade sagen, was ist hier los? Mit genügend sensorischen Daten bin ich möglicherweise in der Lage, ein Bild aus der Vergangenheit zu rekonstruieren. Major Anna. Heilige Scheiße, es funktioniert. Kriegen wir auch Ton? Ich arbeite bereits daran. Noch einen Angriff überleben wir nicht. Die Stürme und die Strahlung waren schon genug, um uns umzubringen. Und jetzt sind da auch noch diese Dinger. Wir können nicht mit eingekniffenem Schwanz auf die Nexus zurückkehren. Die gesamte Station verlässt sich auf uns. Dann verlässt sie sich auf Leichen. Diese Dinger? Er muss die Cat gemeint haben. Das war's. Was ich aber echt cool finde, ist, dass man hier richtig sieht, wie sich die Zunge und der Mund bewegt. Und die Augen. Und die Augenlider und so. Das hier ist nichts anderes als das Originalcharaktermodell von uns. Oder generell, wenn sich Leute unterhalten. Geil, sogar richtig, dass sich eine Zunge bewegt, habe ich noch gar nicht mitbekommen im Spiel. Wilcox hält mich für verrückt, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Augen!
auf dem Berg. Sie beobachten uns. Wir sind hier draußen nicht allein. Dieses Log wurde einen Tag vor dem ersten Cat-Angriff auf Anlage 1 aufgezeichnet. Die Cat haben sie ausgekundschaftet. Vor allen Dingen, er hat nur die Augen gesehen. Weißt du, dass da irgendwie so ein Panzer noch rumherum ist oder so eine Schädelplatte? Nö, er hat Augen gesehen. Beim zweiten Außenposten, den sie errichtet haben, lief irgendetwas total schief. Ein Angriff? Die Strahlung? Was es auch war. Anlage 2 rief deswegen ein Spezialprojekt ins Leben. Das sollten wir uns merken.